in der Anime-Vorschau schon erwähnt. Hier auch ein ganzes Video dazu. Zu Mahoka Koku no Ritosai. Dieser Anime begann schon im April. Ne, warte mal. Warte, wann fing die Season an? Die Frühlingsseason. Ja, doch. Im April. Warte, was ist April? Im April fing dieser Anime an. Ich sag einfach mal zur Frühlingsseason. Ging über weiter in die Sommerseason und endete mit der Sommerseason. Also endete mit dem Ende der Sommerseason. Und diverse Anime-Seiten hatten den auf der Startseite mit Empfehlungen für diese Saison. Und ich bin eigentlich nicht überrascht. Warum? Davor wäre ich es vielleicht gewesen. Warum jetzt der sieht doch gar nicht so toll aus. Wieder ein bisschen mit Magie. Aber genau im Gegenteil. Erstmal der erste Punkt ist, das ist der erste Anime, den ich mit Dubstep sehe. Also gesehen habe und gehört habe. Indem ich Dubstep gehört habe. Und zwar beinhaltet dieser Anime wirklich Dubstep. Und Inzest, Beziehungen. Nur Beziehungen, nichts weiter. Inzestbeziehungen, Romantik, also wirklich jedes Weib bekommt jeden Jungen. Nee, jeder Junge bekommt ein Weib. So. Knallharte Jungs, knallharte Mädchen, sehr viel Service. Ich sag mal, jetzt wirklich mit Absicht Service. Weil man kann ja nicht mehr als Service erwarten. Man wird hier mit allem bedient. Man wird mit coolen Auftritten von dem jungen Chiba Tatsuya bedient, auf die man wirklich eine lange Zeit warten muss. Ich habe das Video ja schon gemacht, als die Folge 16, also die Vorschau gemacht, als die Folge 16 circa hochgeladen war. Also schon im Netz war. Und zu der Zeit war der glaube ich schon lizenziert, nicht wahr? Also gerade erst lizenziert. Das war so die Zeit, in der der... Ach genau, ich muss ja erstmal die Story erzählen. Dieser Anime spielt in einer Magiewelt in der Zukunft. Oder eher in unserer Welt, die an die Zukunft knüpfen soll. Denn man denkt, glaube ich, in der Zukunft gibt es irgendwas mit Magie. Der Shiba Tatsuya war ein Soldat. Also gehörte auf jeden Fall zur Armee. Musste seine Schwester beschützen, kam dann zurück... Und ist immer noch ein Bodyguard der Schwester. Ist nicht von der Familie gut angesehen. Oder der wird nicht so herzlich angesehen dort in der Familie. Die Schwester liebt ihn aber oder verehrt ihn, weil sie nennt ihn immer Onisama. Sehr toll. Die beiden besuchen dann eine Schule. Die ersten Folgen gingen irgendwie so wie um Diskriminierung von Schülern. Denn dort wurden die Schüler in zwei Klassen eingestuft. Und zwar einmal für die A und einmal für die B. Und die A sind die halt die meist die Reichen und Guten. Und die B sind meist die Armen und nicht so Guten in der Schule. Und erst einmal, wenn man sich das Ganze so vorstellt, wenn das in der Realität wäre, ist das ja unter aller Sau. Ja, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, schon auch wenn ich in der A-Kategorie wäre, denn ich bin recht gut in der Schule, Oberstufe Durchschnitt 1,8. Kann man ja nicht so. Wenn es weiter ins Abi geht, bin ich ja schon sehr stolz auf mich. Auch wenn ich jetzt in der Kategorie A wäre, würde ich es auch scheiße finden. Weil ein Großteil meiner Freunde sind eben dumm wie scheiße. Oder benehmen sich dumm wie scheiße. Ich weiß ja nicht. Die könnten natürlich meistens auch. Egal, wir sind ja bei der Magieschule. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, und in diesen 14 Episoden gibt's. Ist das jetzt Dubstep? Ich glaube, das war es, oder? Nee, doch nicht. In diesen 14 Episoden gibt's eben circa 6 oder 7 Kapitel, Arcs, wobei dieser Wettbewerb der mit den Schulen. Nee, warte, wie viel waren das? Entweder waren das unter 5 oder über 5, ich weiß nicht mehr. Ja, und da waren eben so viele, also für mich jetzt unbestimmte Kapitel. Und das mit der Schule, Schulwettbewerben waren eben die längsten und das waren auch, glaube ich, die angesehensten. Also ab dem die Schulwettbewerbe anfingen, ging es irgendwie bergauf.
mit den Höhepunkten, mit den Action, mit den dass man mit den Momenten, dass man auf die nächste Episode nicht warten möchte und die direkt sehen möchte, sowas meine ich eben. Und das hat wirklich, nachdem die Schulwehrkämpfen dann beendet waren, bis zu den letzten zwei Episoden gedauert. Weil irgendwie waren auch die Folgen selber sehr komplex konstruiert oder gestaltet, weil da gab es irgendwie Begriffe, die, wenn du auch, ich meine, das ist ja jetzt auf lizenziert gewesen, deswegen dachte ich, dass es den German Sub nicht mehr auf diversen Anime-Seiten gibt. Und ich dann weiter auf Englisch geguckt habe und dann habe ich einfach null Bahnhof verstanden, weil ich fand schon den Deutschtext kompliziert mit den ganzen physikalischen Begriffen oder mit den ganzen Fachbegriffen. Mit diesen ganzen ich habe schon die Begriffe vergessen. Und nach das Ganze auf Englisch, dann habe ich mir noch nur das Nötigste angeguckt. Von den Texten her. Natürlich, die Bilder haben mich immer noch fasziniert. Der Service. Ich fand den immer noch toll. Ja, und dann, wie heißt es überhaupt auf Deutsch? Ja, ich meinte, hier war es doch. The Irregular School Magic, it's irgendwas mit, oh Gott, irgendwas mit Irregular. Egal. Mit einer sehr positiven Bewertung von mir und von den Zuschauern her, von den meisten Zuschauern, kann ich euch das ans Herz legen. Man hatte dort sehr viel Sachen für Mädchen, auch sehr viel Sachen für Jungs. Ist auch eher ausgeglichen. Ich denke, auch das zeigt, warum der so berühmt ist. Auf die Bekanntheitssache ist nochmal ein anderes ist ein anderer Grund, denn es gab ja schon diverse Werbungen. Und zwar bei Axelworld oder Axelworld gibt es da so kleine Easter Eggs, die schon darauf hinweisen. Warte, hatte guten Manga? Der Manga war, glaube ich, nicht so beliebt oder auch eher bekannt. Aber der Anime umso mehr. Der hat nochmal in den letzten paar Wochen wirklich geboomt im Markt. Im japanischen Markt. Und da kommt auch bald jetzt nach Deutschland. Ich glaube schon Ende dieses Jahres kommt eine Box raus. Oder ist 2015 im Frühling. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr nicht bis dahin warten wollt, guckt euch den Sub einfach an auf Englisch. Oder wenn es noch auf Deutsch gibt, dann auf Deutsch. Ich weiß ja nicht, ob es noch gibt, aber bis dahin und ciao.